Das Spiel im Deutsche Bank Park begann unter lebhaften Bedingungen. Die Frankfurter Fans sorgten für eine elektrisierende Atmosphäre. Beide Teams gingen von Beginn an entschlossen vor, wobei Frankfurt den frühen Druck ausübte, während Gladbach versuchte, kompakt zu bleiben. Frankfurt übernahm schnell die Initiative. In der vierten Minute holte Ekitike einen Freistoß heraus, doch Chaibi traf nur die Mauer. Gladbachs Weigel sah in der 13. Minute gelb nach einem Foul an Mamouche. Trotz Frankfurts Drang blieben klare Torschancen rar. Frankfurts Koch verfehlte in der 15. Minute das Ziel knapp, während Mamouche in der 25. Minute nach einem schönen Solo am Tor vorbeischoss. Gladbach reagierte durch Konter, aber Hacks Distanzschuss verfehlte deutlich. In der 31. Minute brachte Larsson die Hausherren in Führung. Ein Kotzball von Knauf nach einer Flanke von Ekitike landete vor Larsson, der eiskalt abschloss. Frankfurt kontrollierte das Spiel weiter, während Gladbach auf den Ausgleich drängte, aber ohne Erfolg. Halbzeitstand 1-0. Gladbach startete mit neuer Energie, doch es fehlte an Durchschlagskraft. Naigumo hatte in der 55. Minute eine Chance, doch Santos im Frankfurter Tor parierte stark. Frankfurt spielte weiterhin dominant. Gladbach wurde mutiger. Ein Schuss von Reitz traf in der 67. Minute den Pfosten. Dennoch fehlte es den Gästen an Präzision, um den Ausgleich zu erzielen. Frankfurt machte in der 80. Minute den Sack zu. Nach einem schnellen Spielzug über Matanovic und Bahoya verwandelte Mamouche mit einem präzisen Abschluss zum 2:0. Trotz Gladbachs Bemühungen gelang ihnen kein Tor und Frankfurt verteidigte den Vorsprung souverän. Endstand 2:0 für Eintracht Frankfurt. Hugo Larsson und Omar Mamouche waren die Schlüsselspieler des Abends. Gladbach zeigte in Phasen gute Ansätze, doch die mangelnde Effektivität im Angriff besiegelte ihre Niederlage.